kennst du schon. Schuljoker.irl. Und ich werde mich heute noch in eine richtig geile Badewanne packen. Der Pferdetritt ist da. Lasst gerne ein Abo da. Hey Molly, sounds like you're enjoying Xavier School. Glad you finally got to meet one of your heroes. Ich liebe sie. Ich weiß nicht, wer dieser Charakter ist, aber ich liebe sie. Ich liebe ihren Style. Holy shit. Das Spiel, ich habe es vorhin auch schon gesagt, ne? Also dieses Spiel, von dem wir uns jetzt gerade die Prequels anschauen, also Marvel's Midnight Suns, wurde von den Machern von Civilization und XCOM gemacht. Wenn das was wert ist, dann, also ich habe jetzt noch nicht reingeguckt, wir machen das jetzt gleich gemeinsam, aber das sind echt gute, erfahrene Spieleentwickler, die auch wirklich in dem Strategiegenre nicht erst ein Spiel gemacht haben. XCOM ist so, wenn du rundenbasierte Strategie magst und kennst, dann sag dir XCOM was. Das ist huge so. Also ich bin super, super gespannt. Ich bin super, super aufgeregt. Ich kann jetzt meinen... Ich bin Hunter. Ich kann mein Gesicht umstellen. Ich darf einen Charakter... Ich bin gerade völlig verwirrt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich einen Charakter erstellen kann. Wir sind Hunter. Ja. Heilige Scheiße, das ist echt viel Volumen. Nee, wir wollen keinen Bart. Wir wollen keinen Bart. Hey, das ging doch schnell. Du bist wahrscheinlich schon eine Weile raus. Denn du hast nicht gemerkt, dass wir uns hier in der Sonne raufen. Ein Dampier? Daywalker waren sogar für mich ein Mythos. Dampier. Sagte der monsterjagende Halbmensch, Halbdämon. Bitte sag mir nicht, dass sie es Dampier nennen. Du hast recht, ich jage Monster. Die heißen wirklich so. Ich habe sicher mehr Vampire getötet, als dir je untergekommen sind. Wir haben hier bereits zu viel Zeit vergeudet. Mann, die anderen werden dich lieben. Anderen? Du hast eine Art Fanclub. Aber die Überraschung verderbe ich dir nicht. What? Ich kann einfach gehen? Hä? Huh? Ich dachte, das ist nur so, what? Wir können hier auch durchlaufen. Ja, ich dachte, das wäre halt nur quasi auf Kämpfe von oben und Szenen. Ich dachte nicht, dass man auch so hier durchlaufen kann. Du konntest noch nie Tote auferwecken. Hä? Aber sie hat es gerade getan. Hallo, ich bin tot. Selbst bei den Schwankungen im astralen Spektrum sollte ich etwas sehen. Chillt er? Tja, immerhin wissen wir, dass die Schutzbälle noch halten. Hallöchen, Hallöchen, hallo an alle Weberlingen aus Weberlingen. Arm Alpha in Position. Willkommen in New York. Die Aktion scheint zu beginnen. Ja, ich freue mich. So, Angriffe mit dem Schlüsselwort schnell erstatten dir die Aktion zurück, wenn du damit einen Gegner K.O. schlägst. Ah, geil. Das heißt, wir machen den hier. Und haben jetzt eine Aktion erstattet. Lass sie bluten. Zieh eine Karte. Die nächsten zwei Schadenskarten wenden Blutung an. Ja, gucken wir mal. Ach, wir springen da quasi drüber. Und dann nehmen wir den Angriff. Ach, den würden wir damit auch finishen. Den kriegen wir aber so gefinisht. Den kriege ich halt leider nicht tot, aber den kriege ich tot. So, damit haben wir noch eine Aktion erstattet gerade. Dann wählen wir das aus, damit ziehen wir zwei Karten. Und der macht jetzt zweimal Blutung. Damit kriegen wir den gefinisht. So, damit haben wir das hier gefinisht. Der hat jetzt einen Levelaufstieg bekommen. Und dann können wir mit ihr den töten. Du warst so schwach für diesen Kampf. Du warst zu schwach für diesen Kampf. Nice. So fehlgeleitet sie auch sind, denk dran, Hydras sind noch Menschen, Hunter. Nicht Lille. Wie war das? Das Blut der Mutter fließt durch unsere Adern. Die Mutter ist ewig. Hydra ist ewig. Ganz sicher.
Oh Gott, was war das? Wanda! Die Barriere wird schwächer. Sie darf nicht fallen. Mit böser schwarzer Magie haben immer ein bisschen was Widerliches. Alter, die sieht so cool aus. Wir sind der Untergang all ihrer Gegner. Und du unser Fluss. Warum muss ich gegen Venom spielen? Bringt uns eh nichts anderes, als wir müssen halt draufhauen. Das tut weh. Die Frage ist halt, wie kriegen wir ihn halt nicht befreit da. Till Lindemann wäre stolz auf meine Mutter. Schätze, wir sollten dieses Ding nicht. Alter, ich weiß nicht genau, was das war, aber es sah richtig widerlich aus. Holy shit. Aber dein Gehirn gehört. Nee, wir wollen ihn finishen. Ja. Das war ein Overkill. Aber das ist ja egal. Wir wollten ja ihn besiegen. Das hat geklappt. Wir haben es geschafft. Wir haben Venom besiegt. Du entkommst hier nicht, Dämon. Warte! Wir wissen noch nicht, was uns erwartet. Hallo, Lunatic. Leichte Leute. Hey, los! Nee. Ich liebe Marvel, ey. In der Nachbarschaft unterwegs. Scheint, als könnten sie etwas Hilfe brauchen, Doc. Ach, ich liebe Spider-Man. Ich liebe Spider-Man Eddie, so sehr. Was ist passiert? Das ist ein erschreckend schrecklicher neuer Look. Die Zunge war schon eklig, aber wow, da ist aber jemand leicht beleidigt. Ich finde es übrigens sehr, sehr cool, dass Hunter einen realistischen Frauenkörper hat. Also realistisch im Sinne von realistisch. Ich finde es einfach cool, dass sie nicht so spargeldünn ist, sondern dass sie halt einfach aussieht wie eine Frau, die auch Sport macht und die actually auch Organe hat, die irgendwo in ihrem Bauch untergebracht sein müssen. Ich finde das total cool, dass ich das Gefühl habe, ich spiele mit einer erwachsenen Frau, die ein Skelett besitzt und einen Magen und einen Darm und Muskeln und, ne? Finde ich. Hier ist zu und ich kriege das, glaube ich, so auch nicht geöffnet. Sie glaubt an unser Ziel. Oh, doch. Es ist einer der Elementarstäbe. Ich habe nicht gedacht, dass das funktioniert. Ich habe jetzt einen Elementarstein. Okay, ich kann wohl wirklich so richtig Türen öffnen. Mission klingt großartig. Ja, nehmen wir. Ach, ich kann mir jetzt aussuchen, wen ich mitnehme quasi. Und das Spiel hat mir geraten, dass ich den Dude mitnehme, weil er gerade einen Bonus beim Sparring bekommen hat. Was auch immer Hydra mit diesem Heli wegschaffen will, sollte unser Ziel sein. Stoppen wir den Heli und sehen nach. Plopp und weg. Das hat funktioniert. Ah, den kriege ich getötet, den anderen aber nicht. Aber das ist auch gar nicht so schlecht. Wenn wir die hier schon mal wegbekommen. Und jetzt ist halt die Frage. Nee, mit dem hier. Lilith hat dich zum Sterben hergeschickt. Ja. Captain Marvel kann jetzt Binary werden. Beim Spielen von drei Captain Marvel Karten wird die Werde-Binary-Fähigkeit gezogen. Ah, und dann kriegt die so. Dann wird die so hell, ne? Oh ja, dann wird die so krass.
ist das Wort, das ich gesucht habe. In den ganzen Filmen sieht das alles immer ein bisschen anders aus. Ach, guckst du mal, damit kriegen wir den mal beendet. Ich weiß nur nicht, ob das so smart war, weil ich habe jetzt keine Karten mehr und der Helikopter haut gleich ab. Sie sind entkommen. Keine Sorge. So, jetzt haben wir diese Inspiration freigeschalten. Das heißt, die Karte ist jetzt kostenlos. Und das bedeutet jetzt damit... Ist das alles? Sag ihnen, wer dich geschickt hat. Das war so ein nicer Finisher. Vor allem, weil sie ihn in die Hölle geschubst hat und dann gesagt hat, sag ihnen, wer dich geschickt hat. Ach, ich probiere Skifahren, wenn du es mir beibringst. So gehört es sich. Vielleicht sattle ich mal um auf Skilehrerin. Wir fangen am Kinderhügel an. Dann wartet heiße Schokolade auf dich. Das ist so absurd. Ich will dich nicht aufhalten. Schon gut. Das ist ein Hyping, siehst du. Tempo. Ich gehe es langsam an. Du bist in Ordnung, Hunter. Ja, du möchtest, dass sie dich mögen, weil das Kampfbonus gibt. Für mein erstes Gefühl, ich finde die Kämpfe zu leicht. Ich glaube, das liegt daran, dass sie versucht haben, eine breitere Audience anzusprechen als die XCOM-Community. Ich selber, die ja sehr viel rundenbasiertes Strategie-Game-Spiele spielt, hätten einen erhöhten Schwierigkeitsgrad von Anfang an sehr gefeiert. Und ich finde, dass das Kampfsystem Spaß macht und episch aussieht. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es mir nicht zu krass vereinfacht ist. Weil du hast keine Deckung, du hast keine maximale Bewegungsreichweite. Ich kann die Schwierigkeit nicht höher stellen. Das ist ja das Problem. Ich kann die Schwierigkeiten erst hochstellen, wenn ich mehr gespielt habe. Ich habe versucht, es hochzustellen, es ging nicht. Aber es macht trotzdem sehr viel Spaß und ich möchte gerne trotzdem weiterspielen und einfach gucken, was ich potenziell noch entdecke. Weil bis jetzt macht es halt übel Laune. Also es ist schon sehr, sehr cool. Und super, also ich liebe Superhelden allgemein. Ne? Also es ist halt einfach cool.